Deutschland blamiert sich. Markant mehr Wählerunfälle. Und das Hoch macht morgen kurze Pause. Im Internet, da kann man fast alles mit einem Mausklick machen. Das sind doch sehr kritische Töne von Leuten, die sich ja beruflich mit Informatik befassen. Frage wird immer fragiler. Dieser Kalender hing die letzten drei Monate wohl in jedem französischen Haushalt am Kühlschrank. Denn das Misstrauen von eritreischer Seite ist riesig. Die Franzosen haben sie verstanden. Die Bahnreform ist also unter Dach und Fach, die Gewerkschaften eben gespalten. Alexandra Gubzer in Paris. Wunderschön liegt er da, gerade in diesen Tagen der Lago Maggiore im Tessin. Die Flüsse und Bäche der Magadino-Ebene scheinen tipptopp sauber. Andreas Bruder ist unsichtbar. Wer sich so gar nicht für Fußball interessiert, dem sei in einer Stunde wärmstens die Rundschau empfohlen mit Sandro Brotz. Wie charmant ist das denn, liebe Katja? Danke. Vielen Dank, Sandro. Und auf SRF 1, da gibt es ganz verlockende Einblicke in die Küche von Wildpflanzen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, wir drücken der Schweiz natürlich die Daumen und wünschen Ihnen einen ganz schönen Abend. Auf Wiedersehen. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Hier noch bei Meteo hineinschauen. Ich will sie auch nicht zu lange versäumen, zumal ja eine alte Bauernregel sagt: Trinkt der Bauer zu viel Bier, melkt der Trottel seinen Stier. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise. Fährt der Bauer raus zum Jauchen, wird er nachts ein Dio brauchen.